Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Mein Name ist Matthias Wagner und ich begrüße Sie ganz herzlich zum FRM Regionalmagazin. Zwei Themen haben wir in dieser Sendung. Zum einen der 25. Geburtstag der Wohnungsgesellschaft Freital MbH, kurz WGF genannt, und Malta in Flammen 2018. Am 22. Juni konnte die WGF Geburtstag feiern, genauer gesagt den 25. Viele Gäste waren geladen und die ließen es sich natürlich nicht nehmen, dabei zu sein. Genau am 22. Juni 2018, 25 Jahre nach ihrer Gründung, beging die Wohnungsgesellschaft Freital MbH, kurz WGF, mit einem Festakt im Ratssaal auf der Lutherstraße 22 für Geschäftspartner, Wegbereiter und Mitstreiter sowie am Abend für die Mitarbeiter der Gesellschaft ihren Geburtstag. Zu den Wegbereitern der WGF gehören unter anderem Siegfried Kern, welcher das Unternehmen als Übergangsdirektor durch die Wendezeit führte, Altbürgermeister Klaus Mettisch und der erste WGF-Geschäftsführer Uwe Quiaton. Alle drei waren der Einladung gefolgt. Als vor 25 Jahren von den Freitaler Stadträten die Entscheidung zur Gründung der WGF als hundertprozentige Tochter der Stadt getroffen wurde, hatte das Unternehmen bereits wilde Zeiten erlebt. Die Herausforderungen waren gewaltig. Das ging nur, weil wir eine Mannschaft hatten, die in schwierigen Zeiten zusammengehalten hat. Das wiederum führte zu einem sehr guten Betriebsklima, das bis heute auch für Außenstehende zu spüren ist. Deshalb gilt mein Dank allen, die diesen Weg mitgegangen sind, sagte der Geschäftsführer Michael Heinzig in der Chronik zur 25-jährigen WGF-Geschichte und in seiner Rede auf der Veranstaltung. Alle Mieter finden auch in Kürze die Chronik zu 25 Jahre WGF in ihren Briefkästen. Willkommen an der Talsperre Malta. Freizeit aktiv erleben. Klick dich rein. www.erlebnis-talsperre.de. Herzlich willkommen in Ihrem neuen Medimax im Weißeritzpark Freital. Hallo, mein Name ist Anja Kiesling. Ich bin verantwortlich für die Abteilung Entertainment. Erleben Sie unsere neue Abteilung? Ich bin sehr gerne für Sie da. Medimax Freital, einfach gut beraten. So, ich stehe jetzt hier vor dem einstigen Döllener Rathaus. Hier wurde am 1. Oktober 1921 der Beschluss gefasst, Potschappel, Döllen und Däuben zur Stadt Freital zusammenzuschließen. Dank der Stadt Freital und einem besonderen Förderprogramm konnte das Haus, was nach der Wende sehr verfallen war, ab Herbst 2010 umfassend saniert werden und wurde anschließend an die WGF verkauft und dient jetzt als Firmensitz. Und wie dieser Wandel vom hässlichen Entlein, von der Ruine zu diesem schmucken ehemaligen Döllener Rathaus vonstatten ging, das zeigen wir Ihnen jetzt in einigen Bildern. Das Döllener Rathaus. 1914 bis 1915 wurde das Gebäude für die Gemeinde Döhlen mit Elementen aus Neoklassik und Jugendstil erbaut. Architekt war der Dresdner Rudolf Bizan. Thank you.
Nach der Stadtgründung Freitals wurde das Rathaus zum Hauptverwaltungssitz der Stadt erklärt. Erster Oberbürgermeister von 1922 bis 1927 war Dr. Karl Wedderkopf. Sein Geist wandelte im September 2010 nochmals durch die Korridore und Zimmer des Hauses. Mein schönes Rathaus. Ich, Dr. Karl Wedderkopf, bin entsetzt. Ja, Dr. Wedderkopf war mit Recht erschüttert. Viele Jahrzehnte hatten das Gebäude gezeichnet. Aus dem Stolz Döhlens war fast eine Ruine geworden. Ja, und hier im Ratssaal habe ich jetzt die beiden Herren an meiner Seite, die derzeit für die Geschicke der WGF verantwortlich sind. Zum einen der Geschäftsführer, der Herr Heinzig, und daneben der Herr Eismann, der Prokurist. Meine Herren, auch nochmal nachträglich herzlichen Glückwunsch zu diesem Jubiläum, 25 Jahre erfolgreich in Freital am Markt. Und meine Frage zielt natürlich auch mal ein bisschen auf die Vergangenheit. Als vor 25 Jahren dieses Unternehmen gegründet wurde, wie sah es da aus in Freital? Wie waren so die ersten Kinderschritte? Die 90er Jahre waren ganz schwierig. Die Gebäudesubstanz war hinüber. Auf der anderen Seite herrschte Wohnungsnot. Uns drückten die Altschulden, ca. 30 Millionen für die Übernahme des Bestandes. Wir mussten privatisieren nach Altschuldenhilfegesetz. Ja, und dann kamen die 2000er Jahre. Das war die Zeit der Förderprogramme. Stadtumbau Ost, Bund-Länder-Programm, Abrissförderung, Förderung äußerer Hülle, Förderung Außenanlagen. Dort haben wir hauptsächlich unsere Hausaufgaben gemacht. Und dann folgte die dritte Etappe, die letzte Halbdekade. Kann vielleicht der Prokurist Henrik Eismann was dazu sagen, wie wir da rangegangen sind, Stichwort
von der Verwaltung zur Gestaltung des Bestandes. Genau, und diese Zeit fällt ja auch bestimmt der erste Neubau, den die WGF in ihrer Geschichte getätigt hat auf der Oststraße. Ein paar Einzelheiten dazu, Herr Eismann? Ja, also der Neubau auf der Oststraße, der ist ja im letzten Jahr fertiggestellt worden. Wir sind mit dem Vermietungsstand sehr zufrieden. Das ist auch bei den Leuten gut angenommen worden, die dort eingezogen sind. Das ist eine tolle Anlage geworden. Ist aber nur eines der Projekte, was wir jetzt aktuell vor der Brust haben. Wir haben ja das City Center in Freital gekauft, arbeiten jetzt dort aktiv daran, das neue Stadtzentrum mitzugestalten. Und ja, solche Projekte wie die Dresdner Straße 288, das sind so diese Dinge, die jetzt in den nächsten Jahren für uns noch eine Rolle spielen werden. Aber was ich dazu sagen möchte, wir werden auch den Bestand nicht vernachlässigen. Das zeigen ja solche Vorhaben wie die aktuelle Strangsanierung in Zaugerode, wo wir in insgesamt 11 Blöcken die Installationen austauschen und erneuern und auf dem aktuellen Stand bringen. In der Zeit, 25 Jahre WGF, musste man ja auch viele Entscheidungen treffen. Ich erinnere da an den Wohnungsrückbau, weil zu viel Kapazität vorhanden war, auch an Entlassungen, also an das Personal musste reduziert werden. Sie haben das alles im Nachhinein eigentlich richtig gemacht, wenn man jetzt zurückguckt. Denn einige gab es auch immer mal ein bisschen Gegenwind, gerade beim Wohnungsrückbau. Richtig. Hinterher ist man immer schlauer und wir konnten nun feststellen, dass wir damals richtige Entscheidungen getroffen haben. Wir haben ja circa ein Viertel des Bestandes abgerissen, also 1100 Wohnungen. Das Personal mussten wir auf circa die Hälfte reduzieren. Also mit diesen Hausaufgaben haben wir auch diese guten Ergebnisse erreicht, auf die wir heute verweisen können. Und eins muss man ja auch sagen, Sie haben sehr, sehr treue Mieter. Ja, und an die ist auch ein herzlicher Dank zu richten für die Treue der letzten 25 Jahre. Aber ich denke, wir geben uns auch Mühe, dass die Mieter bei uns auch ein gutes Zuhause finden. Und wir haben ja gesehen, dass der ehemalige Geschäftsführer, jetzt Oberbürgermeister der Stadt, auch bei dieser Festveranstaltung mit da war, der Herr Rumberg. Er hat natürlich die Geschicke geleitet. Sie waren zu dieser Zeit Prokurist, viele Jahre. Und jetzt wird es ja auch einen personellen Umbau geben. Vielleicht können Sie da noch was sagen zum Ende des Jahres. Ja, der Stadtrat hat beschlossen, mich abzuberufen und den Herrn Eismann dann als meinen Nachfolger ab 1. Dezember 2018 zu berufen. Also die Hand in die junge Generation weitergegeben? Ja, aber nicht, weil er schlechte Arbeit gemacht hätte, sondern weil er in Ruhestand geht. Ja, ja. Also da würde ich Ihnen, Herrn Heinz, schon mal vorfristig einen wunderschönen Ruhestand wünschen. Frönen Sie Ihren Hobbys, genießen Sie die Zeit, genießen Sie das Leben. Und Herr Eismann, aus Sie kommen große Aufgaben zu und auch dafür sehr viel Erfolg. Ja, vielen Dank. Ja. Und jetzt, liebe Zuschauer, haben wir im Auftrag der WGF einen Film produziert. Der zeigt, wie eigentlich Freital vor 25 Jahren aussah. Es war ein bisschen grau und trist, was die Wohnungssubstanz oder die Gebäudesubstanz betrifft. Und wenn man das dagegen stellt, Freital 2018, da werden Sie sehen, blühende Landschaften, möchte ich fast zitieren, den Altkanzler. Aber es ist wirklich vieles entstanden. Und diese 13 Minuten alt und neu Freital, das wollen wir Ihnen gerne jetzt zeigen.
Ja, jetzt bleibt mir nur noch der WGF eine schöne kommende Zeit zu wünschen, für die nächsten 25 Jahre alles Gute und auf eine gute Zusammenarbeit auch mit uns, mit FRM TV. Und zum Schluss dieser Sendung haben wir jetzt noch einen Rückblick auf Malta in Flammen 2018. Ich möchte mich vorher schon von Ihnen verabschieden. Nächste Woche gibt es ein neues FRM Regionalmagazin. Bleiben Sie uns treu. Bis dahin, tschüss, Ihr Matthias Wagner. Mittlerweile hat es sich herumgesprochen. Malta in Flammen ist Kult. Und so pilgerten wieder tausende Besucher an die Talsperre Malta, um an zwei Tagen ein tolles Programm zu erleben. Am Freitag waren besonders die jungen Besucher angesprochen und die Beats hämmerten durch die laue Sommernacht. Am Samstag gab es ein Kinderfest und den Hitradio RTL Familientag. Ab 19 Uhr sorgte die Express Partyband für die Einstimmung auf das große Höhenfeuerwerk. Pünktlich 22.30 Uhr wurde der Countdown gezählt und dann begann ein atemberaubendes Feuerwerk. Zwei Tage beste Unterhaltung an der Talsperre Malta. Das Team der Weißeritztal Erlebnis GmbH hat diese Veranstaltung wieder perfekt geplant und umgesetzt. Ja, wir können mit der Veranstaltung Malta in Flammen sehr zufrieden sein. Wir haben ca. 13.000 Besucher gehabt, wenn man alle zusammenzählt, die also Sonntag an beiden Tagen da waren und nur am Samstag da waren, inklusive der Karten, sag ich mal, die für Helfer und Organisatoren waren, gehen wir von 13.000 Besuchern in den Festgeländen aus. Aber es ist zu erwarten, dass noch mal eine größere Anzahl von Besuchern nur zum Feuerwerk gekommen ist und dann außerhalb der Festgelände sich noch aufgehalten hat. Wenn Tausende feiern, müssen auch viele arbeiten. Ob Gastronomie, Security, DRK, Feuerwehr oder die Fahrer der Shuttlebusse, sie gaben an diesen Tagen ihr Bestes, damit die Veranstaltung ein Erfolg wurde. Also insgesamt sind für die Veranstaltung ca. 400 Personen im Einsatz. Angefangen von Parkplatzeinweisungen über Ordnungsdienste, über Caterer, über Reinigungskräfte, die in den Sanitäranlagen sind, über Künstler etc., Feuerwehren, DRK, die uns sehr stark unterstützen, Polizei, alles was dazu zählt, also ca. 400. Trotz tausender Besucher war es eine sehr friedliche Feier. Es gab keine nennenswerten Vorfälle und das Sicherheitskonzept hat bestens funktioniert. Ja, darauf sind wir besonders stolz, dass in den letzten Jahren wir immer sagen können, das war eine friedliche und wunderschöne Veranstaltung. In diesem Jahr war das Feuerwerk etwas anders platziert. Grund waren die Störche, welche im Frühjahr in Pausdorf ihren Storchenhorst bezogen hatten. Um das Feuerwerk nicht zu gefährden, mussten WTE und der Feuerwerker sich etwas ausdenken. Ja, da habe ich einen geringen Einfluss. Herr Körbs war dann vor Ort. Wir haben das hier alles vor Ort besprochen, also geschaut, wie wir das gestalten können. Bisher hatten wir ja immer ein Landfeuerwerk in den einzelnen Bädern und dann in der Eisoase. Das ging aus genannten Grund nicht. Aber trotzdem denke ich, dass der Herr Körbs ein wunderschönes Feuerwerk gestaltet hat und wir haben nur positive Resonanzen erhalten. Jetzt wird bei der WTE schon am Programm für Malta in Flammen 2019 gebastelt. Aber der Sommer ist noch lange nicht vorbei und die Talsperre lädt mit einer sehr guten Wasserqualität zum Besuch ein. Ja, wir werden also nächste Woche hier in Pausdorf schon wieder das große Kinderfest haben. Das ist jedes Jahr größer geworden, auch von den Besucherzahlen. Wir merken es an den Buchungen auf dem Campingplatz, dass also sehr, sehr viele Familien hier einbuchen, um dieses Kinderfest mitzuerleben. Abends dann die Sommerfilmnacht oder die Filmnacht in der Beachbar und die Beachbar tanzt. Also ebenfalls das Wochenende nicht in dieser Größenordnung wie Malta in Flammen, aber wieder ringsherum etwas bietet. Dann geht es natürlich weiter mit normalem Badebetrieb und zum Abschluss das große Drachenbootrennen am 26. August.